Hallo meine Lieben, Natascha ist da von Corona Datencheck. Es ist Montag, der 23. November 2020 und ich freue mich total, dass die Dr. Merit Streicher heute live zugeschaltet ist. Merit, alles, alles Liebe nach Wien. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Bist du so lieb? Möchtest dich kurz den Menschen vor den Bildschirmen vorstellen und den Aufruf starten, den du heute starten möchtest? Bitte. Ja, einen schönen guten Abend, Natascha. Danke für die Einladung. Und einen schönen guten Abend auch jene, die hier noch zuhören. Ich bin die Merit Streicher, ich bin Bildungswissenschaftlerin und psychomedizinische Therapeutin. Ich schreibe Attest, das ist manchen nicht recht, das ändert aber nichts daran, dass ich es tue, weil es darum geht, schon ein Rückgrat zu stärken, damit das Nein endlich gehört und verstanden wird. Denn ich arbeite mit dem 15 Anwälten, mit einem davon, Anwälte für Aufklärung zusammen. Das ist der Dr. Michael Brunner. Und wir haben im Zuge dieser Corona-Geschichte ein Ziel. Und das heißt Ende der Maskenpflicht, Ende der übersteuerten Hygienemaßnahmen und Ende der Abstandsregel in Bildungseinrichtungen. Vom Kindergarten bis zu den Universitäten. Damit das aber auch generalstabsmäßig zugeht. Und nicht irgendjeder von sich meint, ich wedel mit dem Anwalt oder mit dem Attest. Folgender Vorschlag. Ich benötige Schulen, das heißt die Adresse von Schulen, dort wo bereits kritische Eltern unterwegs sind, dort wo auch Lehrerinnen bereits das Gefühl haben, dass das Ganze gegen unsere Kinder geht. Da brauche ich die Adresse und eine Dokumentation von Schülerinnen, Eltern, die das für ihre Kinder machen, wenn es jüngere Schülerinnen sind, was eigentlich im Zuge dieser Maskenverpflichtung vorgefallen ist. Einfach dokumentieren, mein Kind muss in die Schule gehen mit Maske. Mein Kind muss die Maske aufsetzen, wenn es aufs Klo geht. Mein Kind muss eine Stunde lang die Maske um den Mund haben und eine Deutschschularbeit schreiben und so weiter und so weiter. Und solche Dokumente bitte an mich schicken, merit-streicher@gmail.com. Und ich leite das weiter an Dr. Michael Brunner. Und der Plan ist wie folgt, dass jene Schulen, die dann durch mein Auge gegangen sind, dass das auch ordentlich präsentiert und dokumentiert ist, bekommen dann einen Brief vom Dr. Michael Brunner, wo eben drinnen steht, dass jetzt die Lehrerinnen in der Haftung sind. In der Haftung für das, was sie den Kindern antun, beziehungsweise was die Kinder für Schaden erleiden. Und nicht nur der Direktor kriegt den Brief, sondern, das ist ganz wichtig, gleichzeitig, das geht beim Mausklick, auch der zuständige Bildungsdirektor oder die Bildungsdirektorin. Damit nicht schon wieder kommt, da muss ich erst rückfragen, gar nichts wird rückgefragt, es wird nur noch jetzt einmal so in unserem Sinne gehandelt. Und das heißt, verfassungsrechtlich richtig, weil alles, was jetzt passiert, ist nicht richtig. Ja, also noch einmal, Adresse der Schule, Name der Lehrerin, der Direktion und Schülerinnen. Die Älteren können sehr wohl auch selber schreiben. Ich habe das und das erlebt. Ich habe eine Klassenbucheintragung bekommen, weil ich die Maske unter die Nase gehalten habe. Und so weiter und so fort. Alles, was wirklich wichtig ist, geht nicht darum, ob jemand von mir ein Attest hat. Nein, es geht darum, dass sie endlich dokumentieren, weil der Verfassungsgerichtshof wartet auf Zuruf. Und der Zuruf muss kanalisiert ablaufen. Und der läuft über Streicher. Merit, möchtest du eine private Schule, eine öffentliche Schule oder ist dir das einerlei? Mir wäre eine öffentliche Schule lieber wegen der Reichweite. Es ist nicht zwingend nötig. Ich habe selber bereits zwei Schulen in Niederösterreich, eine in Oberösterreich und eine in Wien, eine sehr große. Das sind alles Gymnasien beziehungsweise zwei Volksschulen. Ich hätte sehr gerne eine BAföG. Dort habe ich selber unterrichtet. Sehr gerne. Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik. Die sind mir ein besonderes Anliegen. Weil die sind so dermaßen maskentreu. Und da würde ich gerne aufmischen. Bis wann? Also eine Waffe,
Bis wann? Ich habe mir mal das Ziel gesteckt, das kann natürlich auch länger dauern. Bis Mittwoch hätte ich gerne jetzt 2, 3 wirklich gute Dokumente. Am besten am Dienstag, damit ich am Mittwoch wirklich das in eine wissenschaftliche, juristisch-psychomedizinische Form bringen kann, damit der Herr Dr. Brunner auch agieren kann. Okay. Ja, ich muss aus den Erlebnisgeschichten ja irgendwie eine Form machen. Ja. Okay. Merit, dann würde ich sagen, wir starten den Aufruf wirklich nochmal. Also ihr Eltern da draußen, ihr Lehrerinnen da draußen, wer auch immer sich da jetzt angesprochen fühlt, bitte meldet euch. Wie gesagt, hier unten nochmal eingeblendet, die E-Mail-Adresse von der Frau Dr. Merit Streicher ist meritstreicher@gmail.com und wir hätten es gerne so schnell wie möglich. Am besten morgen bis Dienstag, den 24., allerspätestens bis Mittwoch, den 25. Sollte möglich sein, in ein paar Zeilen zusammenschreiben. Vielleicht die Möglichkeit, dass man telefonisch sich rückmelden kann. Und dann würde ich sagen, gemeinsam sind wir stark, dann werden wir das kanalisieren. Der Dr. Michael Brunner wird ordentlich auf den Putz hauen mit der Merit Streicher sozusagen als Rückendeckung. Kann nichts mehr passieren. Und ihr Leute da draußen, es gibt einen Exit, wie die Merit immer so schön sagt. Und dieser Exit heißt Nein. Genau. In diesem Sinne, alles Liebe, schönen Abend, bitte meldet euch. Alles Liebe. Tschüss und danke, Merit. Liebe Grüße nach Wien. Tschüss. Liebe Grüße. Ciao. Ciao.